12.03.2023. Der Filvo ist in Libla beim Donatuslauf. Allerdings diesmal nicht, wie ich es bisher kannte, an der Waldorfschule. Man ist inzwischen an den Sportplatz umgezogen. Das ist wichtig. Und genauso wichtig. Party! Hier mit dem kompletten Vorstand, vor allem aber auch Aline Selzer vom Förderverein der Donatus Grundschule. Die haben rund 150 Kinder. Wer muss sich jetzt schon anstrengen? Guck dir das mal an. So, nochmal, unser Teilnehmerfeld geht von unter 3 bis knapp 6 Jahre. Und wenn da vorne jetzt nicht applaudiert wird, liebe Leute, deswegen sind alle hier, die nicht laufen, um ihre Hände zu bewegen und jedem zu applaudieren, der hier läuft und sich anstrengt. Das gilt übrigens für alle Läufe. Das möchte ich nicht jedes Mal neu sagen müssen. Also, tragen Sie bitte unsere Nachwuchsläuferinnen und Läufer ins Ziel mit einem herzlichen Applaus. Das trägt einen wirklich und hilft unglaublich. So, und jetzt sind die schon auch ungefähr 150 Meter vom Ziel entfernt. Boris geht's noch gut. Der Clown ist noch vorne weg. Und dahinter laufen dann diejenigen Bambinis, die vielleicht nicht ganz so schnell angegangen sind, aber jetzt noch ganz viel Puste haben. Und ab jetzt landen die auf der Zielgerade. Und ich möchte einen riesen Applaus hören für unsere Bambinis vom 16. DVG Donatuslauf, die in diesen Minuten ans Ziel kommen und ins Ziel laufen. Das habt ihr toll gemacht. Großartig. Das ist die Zukunft. Man muss sich keine Sorgen mehr machen um die Laufdisziplin bei Olympia. Ich habe da gar keine Sorgen, wenn ich das sehe. Da kommt viel, viel, viel Nachwuchs heran. Jawohl, nochmal Endspurt hier, wie die Großen. Und der Applaus nimmt eher zu, als dass er weniger wird für die, die jetzt noch ins Ziel kommen. Sogar Hand in Hand. Das ist ja toll. Da wird Hand in Hand gelaufen. Großartig. Und liebe Erwachsenenläufer, schaut den meisten mal ins Gesicht. Die lächeln noch. Ich erinnere euch mal dran, wenn ihr auch gleich ins Ziel kommt. Immer lächeln. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber es kann doch so viel Spaß machen. Vor allen Dingen bei so einem Publikum. Und wir haben immer noch welche auf der Strecke, die jetzt die letzten Meter vor sich haben. Und ihr seht so toll aus mit eurer Startnummer, wirklich. Ein kleines bisschen Straße bleibt noch. Aber hier ist man ein bisschen früher im Wald als früher. Wenn ich jetzt Überreste stillgelegter Bahnlinien filme, dann, weil ich gerade gehört habe, dass gewisse Leute mit der Idee spielen, statt über die Straße direkt auf den Sportplatz zu gehen in Zukunft. Jetzt, wo ich hier stehe, klingt das gut. So, zurück an die Strecke. Schülerlauf steht an.
Apropos verlassene Eisenbahninfrastruktur, hier liegen noch ein paar Gleise. Ja, abgesehen vom Einstiegspunkt haben sich die Strecken nicht verändert. Womit ich euch natürlich wieder angelogen habe, die Strecken hat sich doch verändert. Statt über den Parkplatz zu laufen, laufen wir jetzt über den Reitweg. Und hier gibt es dann die leckere Verpflegung. Bei dem Parkplatz kann man jetzt hier natürlich elegant umgehen und den entsprechenden Verkehr. Damals ist man ja von der Waldorfschule hier unter der Bahn durch und in die Strecke eingestiegen. Das ist eine nette kleine Verfeinerung, die sich natürlich in der Kilometrierung praktisch nicht auswirkt. Erinnere ich mich richtig oder ist auch die kleine Stichstrecke hinten am Dingenskirchensee entfallen? Erste Streckenteilung, der 5er, 5,5er biegt hier links ab, 10,5 Marathon. Haben noch einen Höhenmeter mehr. Nee, da müsst ihr wohl nicht rein. Das sind andere Pfeile. Ihr dürft auf dem breiten Weg bleiben. Kommt die zweite Streckenteilung. Die Zehner laufen hier kurz. Die Halbmarathonis müssen beim ersten Mal noch eine etwas längere Runde laufen. Woher ich das weiß, gleich wird nämlich dann, wenn die durch sind, das Schild umgeschwenkt. Also Halbmarathonis müssen einmal ein bisschen länger laufen. Die Zehner haben ja nur eine Runde. So, und während ich meine Kamera hier einrichte, kann ich auch berichten, dass ich mich komplett wieder geirrt habe. Die Streckenteilung hier vom Zehner, der Zehner bog vorher schon früher ab. Es haben sich also doch ein paar Details mehr verändert, als ich dachte. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist die Grundstruktur der Streckenführung einigermaßen erhalten ist. Da geht's los mit dem Halbmarathon. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Mein Stefan. Super. Der Wilbo. Ja, der ist wieder da. Hi. Prima. Super. Prima. Klasse. Super. Hi. Genau.
letzten Laufeinheiten waren. Prima. Super. Hey, super. Prima. Super. Und die Woche vorher. Prima. Klasse. Super. Prima. Prima. Alle mal lächeln. Jawohl. Wie lange ihr noch könnt. Ja, noch. Prima. Super. Prima. Klasse. Super. Prima. Klasse. Ach, Susanne, super. Prima. Super. Klasse. Prima. Der filmt. Jawohl, der filmt wieder. Prima. Danke. Ach so, super. Hi. Hallo Stefan. Prima. Super. War ich zu schnell, bin ich geblitzt worden? Prima. Tier. Fast. Ich hab meinen Coach dabei. Super. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Hoffentlich, ja. Wenn das die Hütte ist, vermute ich mal, dass das die Zwillingsseen sind. Aber ich habe euch ja schon genug Durcheinander aus Erinnerungen und aktuellem Zustand erzählt. Da hilft's ja nichts, ihr müsst nächstes Jahr hier selber laufen. Und es hat doch ein paar fiese Höhenmeter. Dilemma, Dilemma, wo stelle ich jetzt meine Kamera hin? Da hinten war eine schöne steile Rampe an der Zusammenführung. Da kann ich dann die entsetzten Gesichter filmen. Oder ich stelle mich hier unten hin und ich filme euch, wie ihr hier bergab gerauscht kommt. Was mache ich wohl? Dann dürfte das der Donatussee sein.
in der Ferne Verpflegung stand. Und hier kommen jetzt auch die grünen Schilder mit ins Bild. Hier kommt der Fünfer dann um den zu der Donatussee. Ne? Habe ich endlich mal was richtig kommentiert. Der Donatussee. Da ist es noch Halbmarathon. Ich bin auf der zweiten Runde. Genau. Ja, kommt der Zehner. Thank you.
Stefan, hallo. Ja, ja. Das sieht man wieder, ne? Stefan? Die nur sagen, das war gestern Tag. Ah, ja, kann ich mir denken. Ja.
Hi. So, gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass ihr mal ein paar vernünftige Impressionen vom See bekommt. Vom Donatussee in dem Fall. Es gibt ja eine ganze Reihe von Seen hier in der Villelandschaft. Aber die Läufe, die kommen alle hier um den Donatussee herum. So, da kommt der Fünfer. Super. Der ist schon wieder vorne weg. Foto, ja, ne? Ja, Foto ja, aber noch kein Ziel. Super.
Christina. Hallo. Super. Klasse. Prima. Super. Hi. Klasse. Prima. Klasse. Prima. Das ist schon. Prima.